Rache für Tom Holden, Hashtag davor. Eine ganze Menge Munition und eine weitere Pistole. Haarklammern, ich glaube Haarklammern dienen als Dietriche. Genau so war das doch. So war das doch. Ihr wisst doch, dass es so war. Ein Baseball und Baseballhandschuhe. Damit kann ich denen aufs Maul hauen. Außerdem weitere Luftgewehrschüsse. Ja, ich möchte gerne alle. Ist hier noch was? Ich weiß ja, was passiert, wenn ich hier irgendetwas übersehe. So, dies ist der Zeitpunkt, in dem wir eine Waffe ausrüsten. Der Baseballschläger sollte erstmal reichen. Und tschüss. Tschüss, Walt. Bleiben Sie sofort stehen. Hey, sei lieb. Sei lieb. Oh nein, er wird angegriffen. Wir müssen ihn retten. Nehmen Sie mir das ab. Da ist er ja. Officer Candle, was soll denn das? Okay, fliehen wir einfach mal. Ich hatte in Erinnerung, dass man das auch friedlich lösen kann. Offenbar kann man es nur friedlich lösen. Der Aufseher duldet dieses Verhalten nicht. Ja komm, Officer Candle, stirb halt. Ich habe leider keine Angriffspunkte, also hau ich dir so aufs Maul. Ja, das macht Spaß. Ich wurde getroffen. Ja, ich weiß. Tschüss. Glaube sogar... Ach, Moment. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, Spiel. Das ist aber nicht dein Ernst. Ich habe die ganze Zeit, als ich dachte, ich nehme Gegenstände auf, Gegenstände von meinem Inventar in die Container geräumt. Oder? Ja! Das glaubt mir doch kein Mensch. Ja, ich habe eine Menge Erfahrung in diesem Spiel. Ich habe es immer sehr gern gespielt. Aber irgendwie hatte ich da mal dieses Problem, dass ich keine Gegenstände hatte. So, jetzt haben wir das ganze Zeug wieder. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ihr euch an den Kopf gefasst habt, als ihr es gesehen habt. Naja, zum Glück muss ich es mir nicht vorstellen. Warum stehe ich hier eigentlich in Unterhosen? Es hat alles seine Erklärung. Sie ist tot. Jetzt ist sie tot und sie hätten helfen können und haben es nicht getan. Verschwinden Sie! Okay, Butch. Was genau ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Arschloch. Jetzt übertreib doch nicht, Butch. Übertreib doch nicht. Tschüss. Wieso hast du jetzt wieder volles Leben? Hast du gecheatet? So. Danke auf jeden Fall für deine schöne aufbereitetes Wasser und ein Tunnelschlangen-Outfit. Und das tolle Springmesser, aber ich glaube, mein Baseballschläger ist besser. Naja. Überall liegen Tote. Sie sind alle sauer auf mich. Aber das ist egal, weil sie sind tot. Kein Zugang. Weiß gar nicht, wo ich jetzt hin sollte. Das hat eine Flucht so an sich. Hallo, ich bin wieder am Ausgangspunkt. Da so? Dinner? Ich hab Hunger. Könnte richtig sein. Ah, das war Butts Mutter. Er hätte uns normalerweise um Hilfe geboten, um Hilfe angebettelt, aber aus irgendeinem Grund hat er das halt nicht getan. Aber das ist doch nicht meine Schuld. Yay, hier war unsere Geburtstagsfeier. Nein, Kakerlak. Überall. Hunderte. Oh, Andy und Officer Gomez. Yeah. Sie können von Glück reden, dass ich es war, der sie gefunden hat. Die anderen sind nicht so nachsichtig. Ja. Ich weiß nicht, was sie vorhaben und ich will es auch nicht wissen. Verschwinden Sie einfach von hier, dann werde ich so tun, als hätte ich sie nie gesehen. Danke, Officer Gomez. Das ist sehr, sehr freundlich. Es ist eine echte Schande, dass es dazu gekommen ist. Ich kann einfach nicht glauben, was Sie Jonas angetan haben. Officer Mack ist völlig ausgerastet. Aber Sie sind echt in Ordnung.
Das haben Sie wirklich nicht verdient. Gehen Sie und suchen Sie Ihren Vater, wenn Sie können. Okay. Ah, junger Herr, ich freue mich, dass Sie den Raum verlassen, sobald ich anfange zu sprechen. Wir verschwinden von hier, genau wie der Doktor. Ich werde nicht zulassen, dass uns jemand auffällt. Yay. Nein! Noch seid ihr alle doof. Okay, die Typen mögen mich nicht, das ist jetzt aber auch nichts Neues. Lasst uns mal hier oben hinrennen. Obwohl, nein. Eigentlich muss ich Tom rächen. Tom Holden! Rache für Tom Holden! Hashtag davor! Schon ist es gemeinnützig. Bin in meinen Boxershorts und hau dir auf den Helm. Officer O'Brien. So wurde aus Officer O'Brien Officer O. Officer Richards. Und Officer Kakerlake. So, was hatten die denn jetzt alles dabei? Die hatten noch bestimmt ganz viel Munition und so einen Scheiß. Ja, sogar ein schöner Helm, ein Polizeiknüppel und Sicherheitsrüstung. Die ist doch bestimmt voll cool. Vielleicht sollte ich diese Dinge, die voll cool sind, mal anlegen. Denn momentan kämpfe ich hier in Boxershorts. Ja. Neun Schutz. Der Helm scheint jetzt nicht so cool zu sein. Doch, drei immerhin. Und ich glaube, wir haben auch eine bessere Waffe als den Baseballschlag. Nein, haben wir gar nicht. Der Polizeiknüppel wirkt nur cooler, um ehrlich zu sein. Deshalb laufen Polizisten auch nicht mit Baseballschlägern herum, weil Polizeiknüppel viel cooler sind. Selbst namhafte Baseballschläger benutzen mittlerweile nur noch Polizeiknüppel. Naja. Namhafte Baseballschläger? Ich meine natürlich Baseballspieler. Baseballschläger sind dann eher die wütenden Fans. Das ist Ihr Fehler. Sie und Ihr blöder Pfarrer. Er musste unbedingt abhauen, nicht wahr? Er musste unbedingt alle das Leben schwer machen. Dover Typ. Mag dich überhaupt nicht. Das dumme Kind des Doktors ist hier drüben. Er versucht die Wall zu verlassen. Er darf nicht entkommen. Doch, doch. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist. Oh nein! Bist du böse? Er sieht böse aus. Sicherheitschef Hanon. Bam! So muss das sein. Was war das denn jetzt? Nein! Sag ich auch immer, wenn ich tot bin. Ein Schraubenschlüssel, yay. Eine getönte Lesebrille. Die coolste getönte Lesebrille der ganzen Welt. So, so ein Overall habe ich. Nein, Floyd Lewis ist tot. Fällt sowieso niemandem auf. Ich habe keine Ahnung, wer Floyd Lewis überhaupt ist. Naja, da sitzt der Admin. Wollen wir uns mal als Moderator bewerben. Sei vernünftig, Amata. Officer Mac mag das ja gefallen, aber mir gefällt's überhaupt nicht. Sag uns, wo dein Freund ist. Wir müssen mit ihm reden. Er ist mein Freund. Ich habe mir Sorgen um ihn gemacht. Was hat er überhaupt mit dieser ganzen Sache zu tun? Wahrscheinlich hat er nichts damit zu tun. Trotzdem muss ich wissen, wo er ist. Ich muss mit ja, reden. Noch einmal. Tun Sie, was Ihr Vater sagt, Amata. Bitte, Papa, nein! Das reicht, Officer. Also, bist du bereit, mir zu erzählen, wo dein Kumpel hin ist? Dann brauchen wir hier nicht weiter. Ich glaube, ich sollte verschwinden, denn er wird wohl kaum seine eigene Tochter töten. Mich allerdings schon. Und dann müsste ich ihn töten und das wäre nicht so freundlich. Auf der anderen Seite hat er Jonas getötet. Ich mag keine Leute, die Jonas töten. Solche Leute sind mir irgendwie unsympathisch. Also tun wir mal das Vernünftigste, was die Menschheit seit Menschengedenken getan hat. Rache! Officer Mac ist stinksauer. Keine Bewegung! Wo dein Freund ist. Sag uns, wo dein Freund ist. Nein, der Freund ist hier. Ich wurde
getroffen. Ich wurde getroffen, ja, das weiß ich. Ich sehe das. Danke aber für die Info. Dann weiß ich ja, dass ich alles richtig... Wachen! Hallo, Aufseher. Ich hoffe, Sie sind hier, um sich zu stellen, junger Mann. Sie haben auch so schon genug Ärger. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Wenn Sie Amata noch einmal berühren, werden Sie es bereuen. Ich stelle das Wohl der Wort über alles, auch über meine Gefühle als Vater. Wir dürfen unser Urteilsvermögen nicht durch Gefühle vernebeln lassen. Ich bewundere Ihren Beschützerinstinkt. Gut, ich gebe Ihnen mein Wort, dass Amata für Ihre Taten nicht weiter leiden wird. Na, wenn Sie wirklich um Amata besorgt sind, werden Sie einsehen, wie gefährlich die Taten Ihres Vaters waren. Übergeben Sie Ihre Waffen, um diese gefährliche Situation zu beenden. Es ist nicht nötig, dass Sie wie Ihr Vater zum Verräter an der Wort werden. Haben Sie das zu Jonas gesagt, bevor Sie ihn töteten? Zeit zu sterben. Eigentlich möchte ich ihn ja nicht töten. Mein Vater ist kein Verräter. Lassen Sie darüber die Weltgeschichte urteilen. Wenn Sie Mr. Brodsch zugehört hätten, wüssten Sie, dass die Geschichte vom Sieger geschrieben wird. Und ich beabsichtige zu gewinnen. Sie werden diese Nacht nicht überleben. Wachen, helft mir! Verrückter Typ. Aber... Er ist hier. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Lassen wir ihn reden. Wir müssen ihn ja nicht unbedingt umbringen. Das ist nicht so wirklich nötig. Wachen. Eigentlich würde ich ihm schon gern aufs Maul hauen. Das Problem ist, dass dann der Kampf wahrscheinlich beginnt. Keine Bewegung. Ja, ja. Ja, ja. ja. Alles ist total traurig und dramatisch. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Tür ist. Ich bin nur dafür, dass wir sie öffnen. Wie können Sie es wagen, mich zu bedrohen? Naja, recht simpel. So, wir müssen ein Terminal hacken. Oh Gott, stimmt. Es gab da dieses System, das ich eigentlich cool fand. Wieso 5 Buchstaben? Das Ding hat nur 4. Saves? 2 von 5 bei Saves war korrekt. Und es ist aber nicht Caves. AS? Gains? Nein. Bei Gains war nur noch 1 von 5 korrekt. Und entweder das A oder das S. Hates. Nun. Okay, die Sache haben wir erledigt. Dann müssen wir ihn wohl töten, um das Kennwort zu finden. Ab mit dem Kopf! Den braucht er nicht mehr. Hallo, der Aufseher. Danke für diese Stimpacks. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und Kennwort. Büroschlüssel. So, ich habe das Kennwort. Öffnen wir den Tunnel. Das ist sein geheimer Pornokeller. Erstmal ein bisschen Heilung. Hilfe. Hilfe! Ja, genau. Das war Stimpacks erstmal. So. Hallo, Amata. Ich kann das erklären. Oh Gott. Vater! Mein Gott, was hast du getan? Du hast ihn getötet. Wieso hast du meinen Vater Weil getötet? Weil er doof ist. So. Dieses Argument wird jeder verstehen können. Und ich hau jetzt einfach mal ab. Tschüss, Kakerlake. Pipilaken sind viel ekliger. Wo bin ich hier? Ach so. Eröffnet die Bordtür. Holt den Aufseher. Diese Tür muss geöffnet werden. Sofort. Ja, so funktioniert das, Amata. Da ist eine Tür und man macht sie auf. Ist das so kompliziert? Gut, du gehst.
Ich schätze, du hast versucht, mir zu helfen, aber du hättest ihn nicht töten müssen. Tut mir leid, Martha, aber ich hab... Martha? Ich meine, Amata. Tut mir leid, Amata, aber ich hatte keine Wahl. Ich hab das Kennwort verlegt und er wollte es nicht sagen. Aber um ehrlich zu sein, hat das verdient, finde ich. Ach, wirklich? Wer hat dich zum Richter, zur Jury und zum Henker ernannt? Ich weiß, er war nicht perfekt. Aber er war mein Vater. Ich dachte, du wärst mein Kumpel. Er war die einzige Familie, die ich noch hatte. Ich dachte, dass du das von allen am besten verstehen würdest. Du gehst jetzt besser, bevor ich es mir anders überlege und die Wachen rufe. So, Amata ist... Genauso. La. Stehen bleiben, im Namen des Aufsehers. Tja, sie haben Angst. Ich habe keine Angst. Der keine Angst hat, gewinnt. Und das bin ich. Puh, das Ödland der Hauptstadt. Tschüss, Vault 101. Hallo, neue Heimat. Ja, hier können wir nochmal unseren Charakter überarbeiten. Und ich würde sagen, das tun wir nicht. Denn der ist natürlich perfekt, der ist wunderschön. Raus hier. Ich liebe diesen Moment. Das hat Bethesda immer schön hinbekommen. Diese ersten Schritte in der freien Welt. Naja, Aufgabe erfüllt. Flucht. Uns steht jetzt frei, alles zu tun, was wir möchten. Erstmal möchten wir in Wissenschaft ein bisschen besser werden. Ach, wir haben 40 Fertigkeitspunkte. 20. Gut, Wissenschaft. Was gab es noch, was cool war? Ich glaube, Dietrich ein bisschen besser. Stecken wir den Rest in Wissenschaft und in Dietriche, denn diese beiden Sachen sind echt hilfreich. So, weiter. Wir können unseren ersten Perk auswählen. Das sind so besondere Eigenschaften, die man dann hat. Wir haben hier einige. Wir könnten Dieb sein. Nein, tun wir das nicht. Mit jedem Rang des Extras Heiler Kopf werden beim Gewinn von Erfahrungspunkten weitere 10% zu ihren gesamten Erfahrungspunkten hinzuaddiert. Hört sich erstmal cool an, 10% schneller leveln, ist es aber nicht, weil es ein Maximallevel gibt und das ziemlich niedrig ist. Das hier wäre Verschwendung. Jedem beliebigen ihre Special-Attribute einen einzelnen Punkt hinzufügen. Das ist cool. Lady Killer ist nicht so toll. Wir machen damit 10% mehr Schaden an Frauen, aber naja. Little League Spieler. Jahrelange Übung als Little League MVP der Vault haben ihre Fähigkeiten im Treffen und Werfen zur Perfektion gebracht. Nahkampfwaffen und Sprengstoff. 5 Punkte ist jetzt auch nicht so toll. Um ehrlich zu sein, klingt intensives Training gerade jetzt am coolsten. Würde ich sagen, nehmen wir das doch mal fertig und geben uns einen weiteren Punkt Intelligenz. Denn, und deshalb ist Intelligenz so wichtig, je höher ihre Intelligenz ist, desto mehr Fertigkeitspunkte können sie verteilen, wenn sie ihren Level erhöhen. Das, was wir eben getan haben. So. Leute, der Tritt in seine Fußstapfen, der Tritt in seinen Schritt. Wir sind in der Freiheit und hier sehen wir uns das nächste Mal. In der nächsten Folge von Let's Play Fallout 3. Hier kommen jetzt die ganzen Add-ons. Das ist genauso nervig gelöst wie in Oblivion. Naja, bis dahin. Ciao.